Guten Abend, hier ist wieder Steuerberater Klaas-Peter Müller aus der Weidestraße 132 in Hamburg. Ich melde mich jetzt zum Feierabend nochmal aus dem Texmobil und zwar mit einem Thema, das war heute mal ein bisschen ausführlicher Gesprächsthema und da kam unter anderem ein Urteil des BfH mit zur Sprache. Und deswegen will ich das mal anfügen, weil da passiert immer so ein bisschen neue Rechtsprechung. Und zwar das Thema § 35a Einkommensteuergesetz. Abzugsfähigkeit von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen und so weiter. Und in dem Urteil vom BfH kam eben diese Systematik auch nochmal zur Sprache. Das hatten wir im Büro nochmal ein bisschen durchgegangen, um das mal ein bisschen aufzufrischen. Das möchte ich hier mal ganz kurz thematisieren. Und zwar § 35a heißt, dass Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger hat, einmal für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, eine Aushilfe zum Beispiel, oder andere Dienstleistungen für den Haushalt, Betreuungsleistungen und so weiter, oder Handwerkerleistungen, die oder sonstige Reparaturleistungen, die eben auch in ganz normalen die Nebenkostenabrechnung der Wohnung ja drin sind, die sind ja abzugsfähig. Besonders abzugsfähig und zwar in der Systematik, wenn sie im ersten Schritt keine Werbungskosten oder Betriebsausgaben sind, im zweiten Schritt, wenn sie keine Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen sind, dann können sie eben nach § 35a abziehbar sein und dann bis zu einer Höhe von 20% der Leistungen. Wenn dort Materialkosten drin sind und so weiter, dann sind die rauszurechnen. Es geht wirklich um die reinen Leistungen, die dort bezahlt werden. Eben dann 20% unten direkt von der Steuer runter. Das ist immer eine ganz dankbare Sache. Ist begrenzt bei haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, wenn es Aushilfen sind, zum Beispiel auf 510 Euro maximal. Wenn es sonstige Dienstleistungen sind, 4.000 Euro. Handwerkerleistung 1.200 Euro, also als Höchstgrenze, aber immer 20% der Leistung, ne, mit diesen Obergrenzen. So, in dem Urteil, was wir da so ein bisschen mit angesprochen hatten, ging es eben darum, da wurde die Systematik auch nochmal ein bisschen klar. Es müssen eben, so wie der BfH sagt, eigene Aufwendungen, also Aufwendungen für den eigenen Haushalt sein. Dort in dem Urteil ging es darum, da hatten die Kinder für die Eltern in einem Pflegeheim sozusagen die Kosten übernommen und sind da nicht anerkannt worden. In der Begründung, ob es eigener Hausstand ist, erstmal außen vor, aber weil es keine eigenen Aufwendungen waren. Ne, sondern es waren Aufwendungen für jemand anders. Deswegen waren sie nicht abzugsfähig nach 35a. Im ersten Schritt müsste man gucken, ob es dann außergewöhnliche Belastungen wären, ne, die dann abziehbar sind. Also das ist wieder der Schritt davor. Da ist halt manchmal wichtig, diese Systematiken zu beachten, in welcher Reihenfolge die Abzugsfähigkeit geprüft werden muss. Das hatten wir halt heute so ein bisschen besprochen. Wie gesagt, keine Werbungskosten im ersten Schritt oder erst prüfen, ob es Werbungskosten, Betriebsausgaben sind. Wenn es das nicht ist, gucken, ob Sonderausgaben, ob es außergewöhnliche Belastungen sind. Wenn es das nicht ist, dann erst 35a. So, und in dem Urteil ging es eben darum, da bedeutet 35a, fiel aber weg, weil es mit der Begründung nicht eigene Aufwendungen sind. Das ist eben wichtig. Und als Begründung auch noch, es muss für den eigenen Haushalt sein. Ne? Und wenn das nicht greift, dann ist es eben etwas anderes, aber nicht 35a. Das war eine spannende Sache. Um das nochmal aufzufrischen, weil das klingt im ersten Moment immer einfach, weil man die Handwerkerleistung, Reparaturleistung so weit im Kopf hat. Ne? Nebenkostenabrechnung vom Vermieter, zack, die sind alle aufgeschlüsselt, 35a, Dienstleistung, Reparaturleistung in die Einkommensteuererklärung rein, 20% wiederholen. Immer ganz einfach, aber die Systematik dahinter, wenn es um spezielle Einzelfälle geht, ist dann doch ein bisschen komplexer. Und müsste immer ein bisschen aufgefrischt werden. Da hatten wir heute die Diskussion mit unseren Einkommensteuerspezialisten, oder Diskussion nicht, also das Gespräch darüber, um das nochmal ein bisschen klarzustellen. So, war ganz passend, deswegen erzähle ich das nochmal, weil es eben auch ein aktuelles Urteil gibt, das muss man immer ein bisschen Auge behalten. Da findet immer so eine kleine Rechtsprechung, Weiterentwicklung statt und das sollte man im Auge behalten. Das passen wir eigentlich immer ganz gut an. Immer mal auf die Seite gucken, www.cpm-steuerberater.de und dann ist man da immer stark auf dem Laufenden. Oder ansonsten anrufen, Termin machen, Gespräch vereinbaren und dann klären wir das ganz kurz durch. Ist alles immer schnell gemacht, eine halbe Stunde, ist kein Riesenaufwand. Oder einfach sagen, Checkliste anfordern von uns, wir machen die Einkommensteuer unkompliziert, fordern die Sachen an, die Belege her, wir machen die Erklärung fertig, ganz bequem von zu Hause aus. Ne?
soweit. Ne? Wie gesagt, 35a Einkommensteuergesetz ist immer eine spannende Sache und eine dankbare, weil man eben direkt von der Steuer unten die 20% wiederkriegt. So, das war's. Allen schönes Wochenende. Das Thema haben wir auch. Bis demnächst. Ich freue mich. Tschüss.